Ja, hallo, willkommen zurück im Nebel. Wobei es nur gerade ein sehr trübes Wetter ist. Es ist kein richtiger Nebel, es ist hier noch kein richtiger Mist. Da spawnen auch keine Zombies. Aber nicht so schön heute wie sonst. Ich war fleißig über Nacht, beziehungsweise jetzt am Morgen nach dem Schlafen. Ich habe hier alles rausgeräumt. Die ganzen Spinte hier, die Locker, die sind wieder alle leer. Und hier drin habe ich jetzt mir eine Autoteilekiste gemacht. Ansonsten haben wir hier wieder alles, wie es war. Habe ich alles zusammengesteckt. Die beiden hier sind noch leer. Oder fast leer. Die werde ich einfach benutzen, um Loot abzuwerfen. Ja, und die Baumstämme liegen hier immer noch auf dem Boden. Aber immerhin haben wir eine Gießkanne gestern erbeutet. Das ist doch schon mal nett. Dann können wir bald anfangen mit Farming. So, was machen wir heute zuerst? Zuallererst mal brauche ich Materialien zum Bauen. Denn ich will mir noch ein Lagerfeuer hinstellen. Ich will heute vielleicht schon die Schmiede bauen und mal die Werkbank um eine Stufe upgraden. Ich denke, die Schmiede, die werden wir irgendwo hierhin platzieren. Draußen, weil die ist viel zu groß, um die irgendwo drinnen aufzustellen. Ich mache mal das Baumenü auf und stelle schon mal die Baustelle hin. Und dann sehen wir ja auch, was wir an Ressourcen brauchen. Und sollen wir das hier neben den Unterstand, neben den Carport stellen? Das ist vielleicht gar keine so üble Idee. So, der will haben 20 Steine, 20 Komponenten, 20 Bretter, 30 Nägel. Ich habe auf gar keinen Fall so viel Steine. Und ich hätte mir auch schon längst ein Lagerfeuer gebaut, um das Hühnchenfleisch, was wir von gestern haben, zu kochen, aber ich habe keine Äste. Das Blöde an dem Ort hier ist, dass es hier auch so gut wie nichts gibt auf dem Boden. Du kannst hier die Straße runtergehen, aber du wirst hier so gut wie nichts finden an Steine, an Äste. Das ist leider ein bisschen schade, aber. Ist ja gar kein Problem. Wir haben ja ein Auto. Da fahren wir einfach mal von hier. Einfach mal hier quer durch die Landschaft und fangen dann hier an, Sachen aufzusammeln. Und gehen dann hier noch ein bisschen looten. Ich brauche ja auch noch Komponenten, Metal Scrap und so weiter. Dann können wir auch gleich mal uns die Farm hier angucken, die ich glaube hier ist. Und dann kommen wir wieder zurück und bauen die Sachen auf. Gut möglich, dass auch in dieser Folge 2 Tage vergehen. Weil wenn ich da anfange zu bauen und dieses ganze Holz zu sägen, dann vergeht einfach enorm viel Zeit. Und das würde dann so eine 5-Minuten-Folge ergeben. Das können wir auch gleich in eine packen. So, das zweite ist halt das Upgrade hier. Hier brauchen wir nur Holz und Metal Scrap und Gears. Das haben wir eigentlich alles, bis auf das Holz, was ich noch sägen muss. Ja gut, dann schaue ich mal, habe ich genügend Dinge dabei. Ich könnte was trinken. Dann werde ich das gleich nochmal auffüllen und mir Sachen zu essen mitnehmen. Ja, und dann können wir losfahren. Mal ein Schokoriegel jetzt noch essen. Und dann habe ich noch eine Beef Can dabei. Das müsste alles soweit passen. Ist auch unbedingt mal das Auto nachtanken. Ah, das reicht schon. Lass mal ein bisschen was drin hier. Denn ich brauche noch was für meine Fackeln nachher. Blöder Wolf. Halt die Klappe. So, hier sind wir ja an der freien Fläche. Und dann war es einfach nur hier quer runter über die Ebene. Und da hinten ist schon der eine Wachturm, an dem dann auch die Ressourcen losgehen. Ich muss nur schauen, wie ich hier. Oh oh. Oh no. Okay, nichts passiert. So, hatte ich den hier schon gelootet? Weiß es gar nicht. Boah, es ist so düster. Aber hier liegen noch Sachen rum. Hier gibt's Holz. Was es hier gibt, keine Ahnung. Es ist einfach nur schwarz. Hier gibt's Lehm. Okay, das war's, glaube ich, für hier. Da oben waren wir schon. Dann fahren wir jetzt einfach ein Stück hier rein. Ach, Mann. Diese Landschaft. Es ist doch nicht zu fassen. Schauen wir einfach mal hier noch rein. Hier steht zumindest ein Auto, wo ich mir noch ein bisschen was abzapfen kann. Und dann werde ich das Auto auch gleich mal auseinandernehmen. Das gibt doch auf jeden Fall Metallteile. Aber erstmal looten wir das hier noch, falls noch was drin ist. Nee, alles leer. Okay. Wenn man das auseinandernehmen will, nimmt man einfach den Vorschlaghammer. Und haut hier ein paar Mal drauf. Und die Teile, die abfallen, die werden dann so zu. Ja, zum Beispiel zu Glasflaschen. Man kennt das ja. Oder zu.
kleinen Kästen mit Komponenten drin. So, die Car Battery, die lasse ich hier, die brauche ich nicht. Zigarette. Okay. Was auch immer. Schmeiße ich raus. Brauche ich wirklich nicht. Habe ich schon eine von. Weiß ich sowieso nicht, was man damit machen soll. Haben wir denn hier noch irgendwas? Oder hatte ich das hier schon einmal komplett abgelootet? Clay können wir noch mitnehmen. Da war noch ein Seil. Man hier oben raufkommt? Wahrscheinlich nicht, oder? Noch mehr Lehm. Nee, das Ding hier hatte ich schon komplett gelootet. Wundert mich, dass ich dann hier solche Sachen übersehen habe, aber vielleicht war es auch schon wieder dunkel. Keine Ahnung, ich kann mich auch erinnern, hier hingen irgendwelche Sachen, die ich abnehmen konnte. Irgendwelche Stofffetzen. Ja, ja, das war das. Boots? Habe ich denn schon Boots? Oh ja, ich habe schon Boots. Nee, dann lasse ich die auch hier stehen. Was ist das? Ein Seil. Fahren wir weiter. So, und hier sehe ich schon Steine rumliegen. Das heißt, das ist hier eigentlich ein ganz guter Platz, um solche Materialien zu sammeln. Dann mache ich das wieder so, dass ich einfach das Gras ausschalte so lang. Und dann geht das ja auch schnell mit dem Sammeln. Ja, hier sind wir bei dem Wachturm, wo wir den ersten Tag oder die erste Nacht besser gesagt verbracht haben. Und erstaunlicherweise sind hier eher Äste. An dem anderen Ort habe ich so gut wie keine Äste gefunden. Hier sind sogar noch Überreste von der letzten Baumfellaktion. Ich habe für meinen Geschmack noch sehr wenig Äste. Ich werde mal einen Baum hier fällen. Schauen, was da so runterkommt an Ästen. Gucken, ob sich das lohnt. So astmäßig. Muss den ja vielleicht auch gar nicht umhauen. Reicht ja, wenn die Äste hier so runterfallen, oder? Das macht ja so gar keinen Unterschied, ob der jetzt fällt oder nicht. Wenn der umfällt, dann kommen ja nur Loks raus. Aber so habe ich hier zumindest schon mal wenigstens zwei Äste. Ein bisschen Bark. Ja, und die Blätter brauche ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen. So, mal kurz checken. Ich habe 13 Äste erst und mega viel Steine, aber hat sich hier schon mal steinmäßig gelohnt. Ich hau hier mal noch ein bisschen drauf, wobei ich befürchte, dass die Axt gleich kaputt ist. 1, 2, 3. Na gut, hier die Rinde nehme ich auch mit. Okay, ich denke mal von den ist das jetzt hier respawned? Respawnt das so schnell? Bin doch literally gerade die Straße hier hoch und runter gelaufen. Und habe alles eingesammelt. Hier sind jetzt sogar schon wieder Äste. What the hell? Okay, Spiel. Hab's verstanden. So, dann setzen wir mal die Loot-Tour ein bisschen fort hier. Geradezu müsste gleich so eine Farm kommen. Ah, weißt du was? Das Auto hier können wir noch auseinanderbasteln. Und hier liegt ein Stein rum. Den nehme ich mit und ich schalte auch wieder das Gras an. Das sieht ja schon mega hässlich aus, muss man ja leider zugeben. Ah, boah, das ist aber auch dunkel hier. Lass mal schauen, ob ich in der Nachbearbeitung das noch ein bisschen höher drehe, die von der Belichtung her. Kann sich ja sonst keiner angucken. Jetzt laden wir den Quatsch hier erstmal ab. Dann wird der Vorschlaghammer ausgepackt. Und weg ist das Auto. Und ich muss mich hier auf die Icons verlassen, weil ich nicht sehe, ob hier irgendwas liegt oder nicht. Ah, hier ist noch ein bisschen was. Metal Scrap. Ja, das habe ich doch gesucht. Ist doch perfekt. Was will man mehr? So, gut. Dann fahren wir mal hier ein Stück die Straße runter, bis wir die Farm sehen. Das ist die hier. Und dann einfach mal hier rein. Ihr könnt ja auch Licht anmachen. Wie wär's denn damit?
Ja, dann looten wir doch hier mal so ein bisschen. Boah, ich hätte wirklich gerne eine Taschenlampe, muss ich echt sagen. Das ist ja uncool, bei dem Wetter hier rumzulaufen. Hier übersehe ich doch wieder die Hälfte. Erde zum Gärtnern. Das können wir einfach mal mitnehmen. Liegt noch Stoff rum. Steine, Zement. Oh, was war das? Ach, bloß ein doofes Blatt. Ist hier eigentlich was drin in dem Laster? Oder ist das nur... Ach, hier kann man nicht mal reingehen. Ist eine unsichtbare Wand. Okay. So, was gibt's hier? Eine Garage mit einem Auto, wo nichts drin ist. Was nicht mal ein Handschuhfach hat. Das ist ja ein bisschen dünn. Und hier ist auch nichts. Uncool. Aber an Ast und an Stein komme ich nicht vorbei. Hier ist eine leere Flasche, ein bisschen Holz. Blueberry. Hier kann man hochklettern, oder? War nicht auf irgendeinem Turm hier irgendwas? War es ein Fischbucket-Upgrade oder sogar ein Inventar-Upgrade? Weiß es gar nicht mehr. Irgendwas war hier. Ich weiß auch gar nicht, ob es auf dem Turm hier war. Kann auch der andere gewesen sein. Hier ist ja noch einer. Ach nee, das ist tatsächlich hier. Inventar-Upgrade. Ehre. Oh, wer hat denn hier das Licht angelassen? Sowas macht man doch nicht. Ich wollte mal meine Äste holen. Wo sind denn die hier? Ich muss daraus mal Sticks machen. Und zwar 4 Stück. Dann können wir uns nämlich eine Fackel bauen. Das sollte hier helfen. Und ich weiß immer nicht. Also man hat ja hier auch überhaupt keine Warnung, wenn ein Mist kommt, oder? Neblig ist es ja sowieso schon. 15 Minuten braucht er für die Fackel. Und ich stehe hier mitten in der Pampa. Okay, holen wir die mal raus. Und mit V add fuel. Und F light off on. Brauchst echt eine Fa brauchst echt Matches hier? Geht das nicht mit dem Feuerzeug? Nö. Tja, vielleicht finden wir noch Matches. Schauen wir noch hier oben in das Häuschen rein. Hier in solchen Ecken finde ich es super dunkel. Hier sehe ich fast gar nichts. Da ist ein Ast. Hier würde mir die Fackel mega helfen. Was gibt es denn hier so Schönes? Tomatensoße, okay. Und dann haben wir hier noch einen Sack mit Zement. Eine Machete, die ich nicht brauche. Ha. Ist jetzt nicht viel. So, einzige Haus, wo ich jetzt noch nicht drin war, ist hier das Haupthaus der Farm. Guck ich doch da mal rein. Vielleicht finden wir ja hier Streichhölzer. Kann ich mir zwar nicht vorstellen. Ich fange mal oben an. Boah, liegen hier viel Steine rum. Wahnsinn. Oh, einmal obere Etage. Hier gibt es ja diese riesige Kommode. Was, Move? Ach, die kann man mitnehmen. Okay. Gut. Dann nehme ich die mit. Das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. Runter mit dir. So, gib mir hier alles, was hier liegt. Was ist das? Noch ein Crowbar? Naja, falls unser mal defekt ist. Was gibt's hier? Papier. Ja, diese blöden Handschuhe, davon habe ich jetzt schon so viele. Oh, hier gibt es sogar noch ein Gear. Das ist ja nett. Und noch ein Sack davon. Okay, ich glaube, dann habe ich soweit erstmal alles von hier unten. Sei denn, hier liegt noch irgendwas in den dunklen Ecken rum, was ich noch nicht gesehen habe. Aber wie soll ich das auch sehen? Ist ja dunkel. Ich frage mich, ob der da oben drauf stehen bleibt. Das ist ein gutes Experiment. Ich habe noch eine Idee, wo was sein könnte. Und zwar gibt es doch hier irgendwo so eine kleine Starterhütte. Ich glaube, die da hinten. Das ist ja auch einer der Spawnpunkte, wo man starten kann. Vielleicht gibt es ja hier drin was. Ah,
Ah, guck dir das an. Meine Säge ist auch schon passt. Ich nehme alles mit. Warum auch nicht? So, von den kleinen Kisten habe ich genug. Die lasse ich hier stehen. Die kleinen brauche ich nicht mehr. Wenn, dann baue ich mir große. Oh, und hier ist noch ein Fischbucket-Upgrade. Jetzt müsste ich auch die Fackel anzünden können. Ah, oh, das ist ein Segen. Oh, das ist ja so viel besser. Guck mal, selbst das hier habe ich nicht gesehen. Im Dunkeln. Ah, oh, ist das gut. Kann die bitte für immer brennen? Nö. Nimm alles mit hier. Wo sehe ich denn, wie viel, wo sehe ich denn, wie viel Fuel die noch hat? Geht das dann einfach irgendwann aus und so auf die Art Überraschung? Oder wie muss ich das verstehen? So, ich glaube, von hier drin hatte ich alles. Ich laufe jetzt hier nur noch einmal außen ein bisschen rum, guck, ob ich irgendwas übersehen habe an Metal Scrap oder so. Oder sowas hier, Komponenten. Da hast du ja keine Chance, das zu sehen, wenn das hier so dunkel ist. Wahnsinn. Ich glaube. Ah. Interessant. Ja, hier. Komponenten ohne Ende. Die hätte ich alle liegen lassen. Und noch ein Ersatzmesser. Nehme ich auch gerne. Was kann man mit denen eigentlich machen? Da brauche ich ein Tool, um das zu bewegen, oder was? Oh, jetzt bin ich voll, glaube ich. Ja. Fängt der Baum an zu brennen, wenn ich hier reingehe mit der Fackel? Das wäre lustig. Okay, ich lade nochmal aus. Und dann können wir ja noch einen Ort looten, bevor es dann zurückgeht und an die Bausession geht. Mal sehr gespannt, wie viele Stunden das dauern wird. Ich muss auf jeden Fall vielleicht noch ein, zwei Bäume fällen. Oh. Habe ich hier immer noch das Licht von der Fackel? Das ist ja witzig. Soll ich die vielleicht erstmal wegstecken? Ja, so macht das Sinn. Naja. Early Access und so. Was willst du machen? Oh, fahren wir mal diesen Weg hier rein. Hier am Ende müsste es doch so eine kleine Siedlung geben, wo man auch noch einiges Zeug finden kann. Das hier sieht sehr gut aus. Ich drehe mal gleich das Auto um, damit es gleich richtig rumsteht zum Abhauen. Ah, hier sollten wir doch einige. Ach, verdammt nochmal. Dass der Motor nicht von alleine ausgeht. So, die Fackel brennt immer noch, wie das halt sein muss. Das ist realistisch. Fange ich mal an, hier Sachen aufzusammeln. Weiß gar nicht, gibt es hier irgendwo Zombies? Ich hoffe nicht. Und noch eine Säge. Sehr gut, muss ich mir um Sägen erstmal keine Sorgen machen. Um Hämmer scheinbar auch nicht. Alter, was ist das mit dem Schatten hier? Es ist ja völlig absurd. Als ob die Fackel, weißt du, als ob die Fackel über diesen Balken reichen würde. So verhält sich der Schatten hier. Was für ein Blödsinn. Okay, nimm noch den Pencil mit und den auch noch. Sollen wir uns einen Stuhl mitnehmen für unser Haus? Komm, ich nehme den Stuhl mit. Ja, das hält schon. Ja. Ist das blöd mit dem Sch Mann, Junge. Immerhin Munition. Alles klar. Und Rex. Sieht hier so aus, als ob hier was hängen soll. Oh, hier gibt es ja noch einen Raum. Oh Gott. Oh Leute, da müsst ihr aber noch was machen mit eurem Schatten. Das geht ja so nicht. So, nehmen wir uns das hier noch mit. Ah, Metal Scrap. Dafür bin ich doch hier. Noch ein Hammer. Wie viel Hämmer kann man in einen Ort unterbringen als Loot? Ist das spiegelverkehrt? Ja. Vor allem, eigentlich müsste das doch auf der Seite sein. Ist einfach spiegelverkehrt und auf der falschen Seite. Naja. Kann halt mal passieren. Noch eine Axt.
Jo, alles mitgenommen. Oh, die Fackel brennt recht lange, oder? Bin ja fast schon beeindruckt, wie lange die jetzt schon brennt. Sehr komfortabel. Oh, ich bin komplett voll. Da muss ich wohl nochmal abladen. So, dann nehmen wir die Colaflasche mit einer. Trinke ich gleich, oder? Eine Dose? Hab ja sowieso Durst. Müssen wir das hier nicht mit rumschleppen. Oh je. Oh, jetzt ist er aus. Jetzt ist die Fackel aus. So, machen wir mal V für Nachfüllen. Ach nee, kann ich nicht, weil ich habe das hier schon wieder drin vergessen. So, V zum Nachfüllen und dann brauche ich meine Streichhölzer. Dann kann ich es auch wieder anmachen. Ehre. Kann man hier hoch? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass man da hoch soll. Hier liegt einfach ein Lok rum. Warum nicht? Hallo. Bin der Mann mit der Fackel, die ganz komische Schatten wirft. Erschreckt euch nicht. Es ist keine Disco, es ist nur meine Fackel. Bin ich irgendwie neugierig, ob hier oben was ist? Wenn da schon eine Leiter dran steht, aber ist nicht. Hier ist gar nichts. Jetzt haben wir nur noch dieses Auto hier. Ja, komm, ich habe genug Benzin. Gibt es hier ein Handschuhfach? Ja. Aber nichts drin. Jetzt ist die Fackel schon wieder aus. Why? Wohin hat es gehalten? Gefühlt eine halbe Stunde und jetzt 3 Minuten oder was? Macht das Auto jetzt kaputt. Aus Wut. Einfach aus purer Wut. So, gib mir die Materialien. Das schmeckt sehr gut. Können wir sehr gut gebrauchen. Ja. Sehr schön. Ich hoffe, ich habe alles. Kann wieder nichts sehen. Will jetzt auch nicht nochmal die Fackel anzünden. Okay, bei dem Mistwetter fahren wir erstmal zurück nach Hause. Da bin ich mal sehr gespannt, wie viel von den Baustellen ich fertig bauen kann. Ich hoffe doch alles. Wird nur ein bisschen Zeit brauchen, das ganze Holz dafür zu sägen. Und vielleicht noch 1, 2 Bäume zu fällen. Kümmern wir uns am besten zuerst mal um diese Fackel hier. Und als zweites würde ich sagen, ums Holz sägen. Oh, ich bin schon wieder voll. Ach nee, das ist wegen Gewicht. Ah ja. Na gut, das macht ja nichts. Eine Säge habe ich da, die ist sogar noch vollkommen intakt. Dann 1, 2, 3, 4, das ergibt 16. Naja, das reicht nicht. Ich brauche eigentlich noch mehr. Ich brauche viel mehr Holz. Aber wie spät ist es? 16 Uhr. Ah, muss ich dann gleich mal schlafen. Nach dem Sägen wahrscheinlich. Und dann werden wir morgen einfach nur das Bauen machen. Ja, erstmal den ganzen Dreck hier ablegen. Feuerholz kommt noch hier rein. Hier habe ich sogar noch 2 Bretter. Und ich glaube, im Pickup müsste ich auch noch ein paar fertige Bretter haben. Hunger hätte ich. Dann kann ich gleich mal die Beefcan essen. Ja, und dann werden wir mal sehen, dass wir uns die Bretter zusammen sägen. 16 Bretter braucht 3 Stunden. Ja, dann mal los. So, das hat sehr durstig gemacht. Und dann schaue ich mal nach, was man jetzt noch braucht. Ich habe das nicht mehr im Kopf. die Komponenten, ja. Nägel müssen wir noch herstellen, okay. Und die Steine haben wir. Also einmal noch sägen und dann noch die Steine nehmen. Okay. Dann nehmen wir uns hier die Loks. Sägen die noch. Dann würde ich schlafen gehen. Und dann machen wir morgen früh weiter. Dann machen wir das hier aus. Und dann sehe ich gar nichts mehr. Das macht aber nichts. Ich kann mich auch hier unten schlafen legen, glaube ich zumindest. Genau, wir haben es 21:34. Mach doch mal 9 Stunden. Ah, sehr cool. Da ist es wieder hell.
Dann brauche ich doch nur noch meine Steine, meine Komponenten und kann das aufbauen, wenn ich sie finde. Irgendwo hier sind die sicherlich. Was mir auch aufgefallen ist, also die Kommode ist zwar mitgekommen, aber der Stuhl nicht. Der Stuhl, der ist weg. Dumme Sache. Let's go. Ach verdammt, die Nägel. Ja, gut, muss ich gleich noch die Nägel bauen. Komponenten habe ich sowieso nicht dabei. So, dann machen wir uns hier ein bisschen Metal Scrap und Komponenten. Dann geht's hier rüber. Einmal Nägel bauen oder zweimal von mir aus auch. Hey, wir haben die Schmiede. So, das Ding hier ist ja zum Produzieren, wenn man die Metallbarren schon hat. Und hier war das mit dem Schmelzen, genau. Ja, können wir ja erstmal machen. Weiß gar nicht, ob man den hier irgendwie befüllen muss mit... Ja, mit Brennstoff, mit Kohle, keine Ahnung. Sieht ja erstmal nicht so aus. Ich meine, der scheint ja hier zu arbeiten. Ah, hier sind gleich Äste mit runtergefallen. Sehr cool. Eigentlich brauche ich ja nur die Baumstämme. Baumstämme? Mehrzahl? Hä? Ist hier bloß ein... Ist hier bloß ein Baumstamm gewesen? What the fuck? Dann hau ich den ja auch noch um. Ich wollte ja noch das Werkbank-Upgrade machen. Echt? Hier kommt bloß ein Baumstamm. Vielleicht einen größeren Baum fällen. Würde Sinn ergeben, aber das reicht mir eigentlich schon. Mit den zwei Baumstämmen kann ich mir 8 Bretter machen. Das reicht mir vollkommen aus gerade, aber ich habe meine Säge weggelegt. Nehme ich mal die hier. Dann sagen wir nochmal Bretter herstellen, bitte. Und genau das ist der Grund, warum ich 2 Tage in dieser Folge drin habe. Wir haben jetzt quasi... Oh, wir haben Nebel. Jetzt quasi noch nichts gemacht an diesem Tag. Ging halt super schnell zu Ende. Alles nur durch das ganze Bauen. Innerhalb von Sekunden. So, ich werde mal mich um mein Essen und Trinken kümmern. Und wenn der Mist dann noch da ist, dann können wir ja noch ein bisschen Loot farmen. Versuchen zumindest. Ja, irgendwo ist ja einer. Ach, die greifen hier das Anime Girl an. Das ist ja interessant. Was wollt ihr? Ha? Lass das Enemy Girl in Ruhe. Hallo? Stopp doch mal. Uah. Oh oh. Muss hier mal rein. Meine gesamte Munition verschossen. Oh Jesus. Na, komm her. Nicht? Aber der ist sowieso gleich tot. Nicht bewegen. Hey. Hey, du. Oh, shit. Warum sind die denn alle noch am Leben, verdammt? Der Mist ist doch schon längst weg. Die müssen doch alle schon... Habt ihr das gesehen? Der ist im Boden versunken, vor Scham. Oh Gott. Na gut, immerhin haben wir jetzt wahnsinnig viel Leichen zum Looten. Ich habe auch gar nicht viel Leben verloren. Ich dachte, der hat mir ziemlich eine mitgegeben. Aber war nicht so. So, habt ihr irgendwas Sinnvolles dabei? Eine Kartoffel. Oh je. Naja, elektronische Teile, die brauchen wir noch später. Nehme ich sehr gerne. Schade, ich hätte den Stealth-Kill gern noch gehabt. Aber dann kam der andere und hat mir die Tour vermasselt. Können wir noch gucken, ob hier irgendjemand noch im Umfeld gestorben ist. Oh, was liegt denn hier noch? Wood Scrap, okay. Und eine Flasche. Oh. Okay, das ist mir neu. Dann sind wir die ganze Zeit... Neben dem Inventar-Upgrade haben wir die ganze Zeit gelebt und ich wusste das nicht mal. Cool.
Hier ist noch eine Ersatzaxt. So, ich brauchte noch ein paar mehr Bretter, dann etwas Battle Scrap und Gears. Und damit können wir das Upgrade an der Werkbank machen. Einmal 60 Minuten. So, fürs nächste Upgrade braucht man. Ich kann gar nicht sagen, was das ist, da ganz am Ende. Ich habe das schon mal gesehen, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Das finden wir sicherlich auch noch. Da mache ich mir keine Sorgen. Boah, jetzt ist es schon wieder so dunkel. Was ist denn hier los? Schon wieder dieses gleiche Mistwetter. Boah. So, jetzt sind hier genug Äste. Jetzt kann ich endlich mal das Lagerfeuer bauen, auf das ich schon die ganze Zeit gewartet habe. So, dann kommt hier noch der Grill oben drüber. Der braucht Metal Scrap und Komponenten. Gar kein Problem. Metal Scrap haben wir hier. Komponenten haben wir auch. Ach so, einen Hammer will er haben. Hab ich den echt weggelegt? Okay. Oh, das Feuerholz kann man hier reintun. Hier könnte man wahrscheinlich Triebark reinlegen, schätze ich mal. Und dann sagt man Ignite. Dann brennt das. Und ich kann mir von hier diese Hähnchenschenkel oder was das ist, rausnehmen. Und dann hier rauflegen. Sind zwar schon leicht angegammelt. Aber das geht alles noch. So. Ab in die Ecke. Oh, der steht schief. Ja, okay. Kann ich mit leben. So, den unteren kann man nicht benutzen, oder? Warum auch immer. Aber dann haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr Raum für alles Mögliche. Sind die jetzt hier fertig mal langsam oder was? Ne, hier steht immer noch roh. Na gut, ich lasse die durchbraten. Das Fell hier oder die Tierhaut ist schon fast durch. Eigentlich könnten wir uns mal den Wolf noch holen. Das wäre doch ein netter Abschluss. Habe ich einen Bogen? Jo, ich habe sogar drei Holzpfeile. Lass uns doch mal gucken, ob wir uns den Wolf da hinten holen können. Halt die Klappe. Oh nein, nicht wegrennen. Ach, Jesus. Bleib stehen. Der ist viel zu weit weg. Hab ihn. Ehre. Nee. Nehmen. Genau. Dann tragen wir den jetzt erstmal nach Hause. Ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht von dem zweiten angegriffen. Ach, natürlich kann man die Tür nicht aufmachen. Das ist für ein Blödsinn. So, rein hier. Es wären aber auch nicht weniger Wölfe hier. Selbst wenn wir die ein bisschen ausdünnen. Was brauchen wir denn? Eine Säge wahrscheinlich und ein Messer, oder? Keine Ahnung. Lass mal schauen. Wenn jetzt nämlich die Tierhaut da fast fertig ist, dann will ich mir doch eigentlich mal eine neue hier rausnehmen, oder? Dauert eine Stunde. Naja, dann haben wir das gleich noch gut genutzt. Oh, aber dann ist mein Fleisch verbrannt, glaube ich. Vor allem ist das hier schon wieder aus. Warum? Das ist immer noch roh. Hä? Kapiere ich nicht. Ist das zu wenig Feuerholz oder was? Mach mal 8 Feuerholz da rein. Geht noch mehr? Nee. Mehr als 8 geht doch gar nicht. Brennt jetzt angeblich 49 Minuten. Und wenn man jetzt noch mehr. Jo, der schluckt das einfach. Ist einfach weg, das Holz. Und immer noch 49 Minuten. Na gut, vielleicht ist es ja nach einer Stunde durch. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich hole mir jetzt von hier das Animal Hide. Da habe ich eins. Oh, es ist richtig dunkel jetzt.
Die sind immer noch roh. Tja, ich glaube, das ist verbuggt. Hätte ich das Wolfsfleisch genommen, dann hätte das bestimmt funktioniert. So, das hier ist fertig. Das ist getrocknet. Dann können wir gleich das Neue hier rauf tun. Und mit dem Getrockneten können wir einmal Leder herstellen. So, das ergibt 8 Leder. Und ich denke mal, dann können wir uns morgen auch den besseren Pfeilköcher bauen. Ich werde jetzt noch schnell die ganzen Sachen aus dem Auto hier reinräumen und sortieren und dann einfach nur schlafen gehen. Und dann machen wir morgen weiter, indem wir den nächsten Mitarbeiter zu uns holen, die nächste Geisel retten. Es gibt ja noch einen, der ein Holzfäller ist und der auch die ganze Zeit automatisch Bäume fällen kann, um uns ja halt einfach Holz zu beschaffen, ohne dass ich hier manuell irgendwas großartig machen muss. Das würde ich mal gern morgen angehen, den zu retten. Der müsste hier irgendwo bei der Hunting Area sein. Weiß nicht genau in welchem Haus, aber werden wir schon finden. So viel ist ja hier auch nicht. Und dann geht es ja beim nächsten Mal, wie gesagt, weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Interesse. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dann lasst es euch mal gut gehen und wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder.